Weil wenn es die Deutschen krachen lassen, ja, dann immer in ganz genau festgelegten Bahnen, ja, zu ganz bestimmten Zeitpunkten und mit einem klar definierten Dresscode. Beispiel? Bitte. Zum Beispiel am Wochenende. Ole, 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 ole. Oder im Sommer auf Mallorca. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Oder im Winter auf den Skihütten in Österreich. Oder beim Karneval oder beim Oktoberfest. Ich weiß, kann man nicht vergleichen. Wirklich? Viva Colonia! Viva Balaria! Viva Balaria! Nein, klar, gibt's Unterschiede. Klar gibt's Unterschiede. Keine Frage, keine Frage. Es gibt Unterschiede. Die einen dürfen sich nur 6 Tage zusaufen, die anderen 2,5 Wochen. Dafür dürfen sie diesen betonierten Parkplatz, den sie aus unerfindlichen Gründen Wiesen nennen, nicht verlassen. Da sind die anderen freier, die dürfen wild durch die Stadt ziehen und dabei irgendetwas anhaben, Hauptsache sie tragen es das restliche Jahr nicht. Das ist hier auch klarer geregelt. Hier muss man sich kleiden wie ein Stallknecht aus dem 19. Jahrhundert. Dafür darf man sich auch wie einer benehmen. Das dürfen die anderen auch. Da, 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 Olaf, 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 guck mal, das ist meine Frau und ich liebe sie. Das ist ein Hund, du Doofkopf. Sieht aber meiner Frau total ähnlich. Ich habe schon 18 Kölsch, 2 Wodka und Schamas, gell? Ja, aber du auch, gell? Oh, weißt du warum, wenn wir so ein Guardian? Ja, aber du auch, ja. Oh, weißt du warum, wenn wir so gemütlich sind? Ja, aber du auch, ja. Oh, weißt du warum, wenn wir so gut ausschauen? Ja, aber du auch. Oh, ich sag so! Hello, hello, hello! Wollen wir uns in Ruhe lassen? Am Rosenmontag bin ich geboren. Vom Geiber, Blasmusikorn ist ein hübschen Kostümchen. Der Humor ist heute bei uns zu Gast und wir stecken ihn rein, wo er auch passt. Drum sage ich euch, oh, so ein Lurk! Und das Ganze kommt auch noch im Fernsehen.